Pietro Lombardi, das war sein tollster Moment mit Alessio. Das Leben eines Promi-Papas ist nicht immer leicht. Alessio Lombardi, 2, ist seit seiner Geburt vor knapp 2,5 Jahren der ganze Stolz seines berühmten Papas, DSDS-Sieger Pietro Lombardi, 25. Der Musiker liebt seinen Spross abgöttisch und tut alles, um ihm eine fantastische Kindheit zu schenken. Gemeinsam erlebt das Vater-Sohn-Duo viele schöne Momente. Jetzt offenbart Pietro, welche Karriereentscheidung ihm zugleich den tollsten Augenblick mit seinem Sohn bescherte. Im Sommer 2017 nahm der Musiker mit mehreren deutschen Celebrities an der Roadtrip-Show Global Gladiators teil. Für das Format musste der passionierte Cupträger ganze 3 Wochen in Südafrika verbringen, war diese Zeit über von seinem Sohnemann getrennt. Eine fast unerträgliche Situation für Pietro, er vermisste sehr stark. Umso doller dann das erste Treffen mit ihm nach dem Showende bei seiner Ex Sarah Lombardi, 25. Dieses Wiedersehen mit meinem Sohn war wirklich einer der schönsten Momente, an die ich mich mit ihm erinnern kann, schrieb der 25-Jährige in seiner Biografie Heldenpapa im Krümelchaos. Der Kleine sei ihm sofort freudestrahlend entgegengelaufen und ihm in die Arme gefallen. Nach dieser herzlichen Begrüßung sei Pietro auch ein Stein vom Herzen gefallen. Zuvor hatte er sich nämlich Sorgen gemacht, sein Knirp könnte ihn nicht mehr erkennen oder ihm für die lange Trennung böse sein. Wünscht ihr euch noch mehr süße Details aus Pietros und Alessios Leben? Ja, unbedingt. Die beiden sind einfach ein super putziges Vater-Sohn-Duo. Nein, langsam werden mir die Storys über Pietro und Alessio zu viel.